So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr, sehr spannendes Wissensthema. Endlich wieder ein richtig ganz wichtiges Wissensthema, besonders jetzt zur warmen Jahreszeit. Und zwar geht es darum, wie viel Wasser muss man überhaupt trinken bei der Hitze, wenn man Sport macht und so weiter. Ich habe gestern noch eine Frage bekommen per Mail. Da hat jemand gefragt, Simon, ich habe gehört, ich brauche so und so viel Liter Wasser. Ich komme da aber nicht hin. Ich kann nicht so viel trinken und so weiter. Ist das jetzt schlimm? Ist das jetzt, was bedeutet das? Und da möchte ich heute wirklich sehr, sehr klar drauf eingehen. Davor vielleicht noch mal kurz, wie versprochen, Deal des Tages in jedem echten Video, in keinen Statement-Videos. Der Deal des Tages heute bei dem schönen Wetter nochmal, da haben viele nachgefragt, das schwarze Tanktop zum halben Preis, 50% top. Wisst ihr, wissen sehr, sehr viele langsam. Deswegen 50% nur 24 Stunden lang, also schlagt zu, wenn ihr da Lust drauf habt. So. Ja, ich habe bei der Recherche bin auch auf ein Video gestoßen von Jeff Nippert, den Kanal habe ich auch schon mal empfohlen, auch letztens erst gepostet. Und meine Meinung deckt sich sehr, sehr ähnlich mit seinen. Und auch er versucht das sehr wissenschaftlich darzulegen. Auch ich habe dir die ganzen Studien drunter gepackt, wo ich jetzt Aussagen darüber mache. Weil diese Aussagen nicht die sind, die meine Mama zum Beispiel treffen würde. Ich bin jemand, der sehr wenig Wasser trinkt. Ich trinke wahnsinnig wenig Wasser. Und viele sagen mir dann auch, die Mara sagt mir dann auch, Simon, du musst mehr trinken, du brauchst mehr Wasser. Und man braucht es nicht. Vielleicht ganz kurz, jeder weiß, dass wir viel Flüssigkeit brauchen. Auch ich versuche euch immer in den Rezepten und so weiter klar zu machen, dass wir sehr, sehr viel Flüssigkeit brauchen, dass wir viel trinken müssen. Aber es gibt keine Zahl, und das gibt es überhaupt nicht, weil wir sehr, sehr individuell sind, weil auch, wie gesagt, das Klima eine Rolle spielt, weil es spielt sehr, sehr viel mit rein. Komme ich gleich noch ganz kurz zu. Es gibt keine Menge, besonders Wasser, die ihr trinken müsst, um gut zu funktionieren. Warum trinke ich zum Beispiel so wenig Wasser? Weil ich unglaublich viel Kaffee zum Beispiel trinke. Früher hat man gesagt, Kaffee zählt nicht zu Flüssigkeiten, weil es praktisch entwässern wirkt und so weiter. Das stimmt nicht. Ein großer Teil der Kaffeeflüssigkeit zählt eben auch, man kann nicht genau sagen, wie viel, ich glaube 50-60% oder so, zählt eben auch zum Beispiel zu Flüssigkeiten. Ich esse unglaublich viel Gemüse und eben besonders im Sommer esse ich sehr, sehr viel, ja, sehr volumenreich. Volumenreich bedeutet dann eben auch, dass da sehr viel Wasser mit drin ist und auch das sorgt dafür, dass mein Körper ausreichend hydriert wird. Nicht ausreichend, also ich trinke schon. Wir wollen eine Leben. Ich trinke aber auch gerne mal ein bisschen Cola Light. Ich trinke auch sehr viele ungesüßte Tees. Ich trinke auch mal ein alkoholfreies Bierchen. Und all das trägt eben zur Flüssigkeitsversorgung des Körpers bei. Wann wisst ihr denn, wann ihr wie viel trinken sollt? Und ich glaube wirklich, dass dieses Ganze trinkt so und so viel und dieses Ganze auf Druck und so weiter trinkt ganz viel. Und dann auch diese ganzen Schauspieler, die sagen, ja, ich habe die Figur durch Wasser und so weiter. Das ist völliger Blödsinn. Auch da gibt es eine Studie, die zeigt, dass auch der ganze Stoffwechsel, dass sich da nicht viel verändert, wenn man da wirklich enorme Mengen an Wasser reinpumpt. Das ist auch so ein bisschen so ein Irrglaube. Was würde ich euch empfehlen? Und das war in dem Video von Jeff Nippert auch sehr, sehr cool. Der hat auch eine Studie genannt und das finde ich auch eigentlich sehr, sehr logisch. Wir haben nicht umsonst ein natürliches Durstgefühl. Trinkt spätestens, wenn ihr Durst habt. Oder trinkt wirklich, wenn ihr Durst habt. Ihr müsst euch nicht zwingen, irgendwie ganz viel zu trinken. Und trinkt dann, wenn ihr wisst, dass ihr einfach viel, viel, viel mehr schwitzt, viel mehr Wasser ausscheidet. Also vom Sport solltet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel trinken. Nach dem Sport solltet ihr auch trinken. Aber ihr müsst euch nicht, wie gesagt, zwingen, ganz viel Wasser zu trinken und hört da ein bisschen auf euren Durst. Eine Sache fand ich auch noch sehr, sehr interessant. Früher habe ich nämlich auch gesagt, ja, trinkt so und so viel. Ich habe immer versucht, so eine Menge zu geben. Würde ich heute einfach überhaupt nicht mehr machen. Wenn euer Urin, ich sag mal, gelb ist, dann trinkt ihr zu wenig, dann solltet ihr mehr trinken und insgesamt auch einfach, den Tipp fand ich auch ganz gut, wenn ihr, ich sag mal, mindestens fünfmal am Tag auf Toilette geht und pinkelt, dann habt ihr die richtige Menge getrunken. Und wie gesagt, macht euch da nicht verrückt. Wie gesagt, ihr sollt selbstverständlich für viel Flüssigkeit sorgen, ihr sollt selbstverständlich viel trinken, aber es muss weder die ganze Zeit nur Wasser sein, ihr müsst nicht 10 Liter Wasser am Tag trinken. Wie gesagt, andere Flüssigkeitszufuhren sind da auch völlig in Ordnung und
ich habe genug Flüssigkeit und muss gar nicht so viel extra Wasser trinken. So, das vielleicht, wie gesagt, weil das aus einer Frage entstanden und ich fand das auch ganz spannend, nochmal da ein bisschen zu recherchieren. Ich glaube, das ist bei der Hitze ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deswegen ausreichend Flüssigkeit, macht euch nicht verrückt, hört auf euren Durst, hört auf euren Körper, vom Training viel trinken, nach dem Training auch nochmal. Und ja, das war's schon, meine Freunde. Abonniert den Channel, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Deal des Tages nicht vergessen, besten Klamotten VIP Wear, Body IP Nutrition für die besten Supplements. Auch ein Eiweißshake oder ein ERA-Shake zählt auch zu Flüssigkeiten. Deswegen, da könnt ihr auch zuschlagen. Bis dahin, euer Sieben.